Einen wirklich wunderschönen guten Morgen hier aus Hoa Taleng, aus Korat. Und hinter mir ist ein wunderschönes Kaffeehaus, das eigentlich wie ein Freilichtmuseum ist für die thailändische Kultur. Auch hier davor schon, du siehst hier dieser klassische Wagen, mit dem die, also es ist keine Königskutsche, das ist eigentlich der klassische, die klassische Kutsche, wo die früher mit dem Ochsengespann vorne aufs Feld rausgefahren sind, hier hinten den Reis reingemacht haben. Eine typisch klassische Kutsche. Hier dazwischen den Ding, da war der Wasser, der Buffalo, nicht mit dem Ochsen, mit dem Buffalo sind die ja geritten sozusagen, sind die aufs Feld. Und ich freue mich wirklich, dir das so, dieses Kaffeehaus zu zeigen, weil das einfach, es ist ultra schön. Also allein wenn man hier guckt, es ist, weiß, es ist wegen der Sonne ein bisschen schlecht. Ich hoffe, ich kann das besser hinkriegen nachher. Schön der Zaun, alles wirklich mit Liebe auch zum Detail gemacht. Und das Beste ist, wir sind hier nicht weit vom Raimund weg. Der war noch nie hier Kaffee trinken. Das finde ich lustig. Das Einzige, was jetzt vielleicht nicht so cool ist hier, das sind die Mülltonnen. Aber guckt ja mal so den Zaun da. Immer alles aus altem Holz, was das auch immer ist, vielleicht von den Rädern oder so gemacht. Auch hier oben, was ich ultra cool finde, es ist so Wellblech auf der Seite. Das liegt nicht daran, glaube ich, weil der Besitzer zu arm ist. Wahrscheinlich gefällt ihm das hier. Und das ist hier dieses, der Kaffeehausbereich. Die sind da super nett, haben extra für mich die Musik jetzt abgestellt, aber ich glaube, ich bin eh so der einzige Kunde hier, jetzt an am Morgen. Das ist der Kaffeehausbereich. Man kann hier auch Essen bestellen und es ist wirklich alles so, alles was du siehst, so auf Holz ist von, das meiste von altem Holz und ja, sehr, hier siehst du von die Narbe von, vom Rad, dann das ist wahrscheinlich so eine Art Tür bzw. Fenster von früher. Auch die Stühle sind da aus altem Holz, aus den alten Wegen oder aus alten Holzhäusern von Thailand ist das alles hier zusammengebaut. Hier sieht man klassisch typische Fenster, wie die früher waren, mit der Füllung. Und so kombiniert halt die Fenster mit Wagen, also alles aus, wie sagt man, der Vintage-Style. Ah, hier, du siehst das so schön gemacht, die Bank mit den Wagenrädern. Okay, da ist der alte Singer. Eine alte Singer-Nähmaschine hat hier, dient hier als Fußgestell. Auch schön hier in der Ecke ein kleines Brickle mit dem Brunnen. Guckt ihr das an, alles so schön. Und Coffee and Field heißt das hier. Coffee and Field. Hier ist der Innenbereich, der ist noch geschlossen. Aber man sieht, glaube ich, so ein bisschen rein. Hier ist auch alles von dem alten Holz. Aber das ist nicht das Interessante, sondern das Interessante, hier haben die auch wirklich, ich meine, wunderschön gemacht, aber auch so ein bisschen Freilichtmuseum. Die alten Sachen rumstehen. Hier die alten, wie man das auch bei uns kennt, die alten Bügeleisen, wo noch innen drinnen der Eisenkern ist, den man ins Feuer gegeben hat und so weiter. Die Bedienung ist nicht ganz so alt wie die, wie das Holz hier. Pomputlen, Pombok, Kun, Nan, Maike, Mankan, Mai. Chai Mai. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe einen Witz gemacht, dass die Arbeiter hier nicht so alt sind wie das Holz. Das hier ist auch so ein klassischer hier für den Khao Niao. Da hat man früher immer, heute leider fast nicht mehr, da wird das auf irgendeinem modernen Ding gemacht. Da hat man den Reis, nachdem der gedünstet wird, der Khao Niao, hat man den hier raufgegeben und da wird der dann geklopft und Luft runter reingemacht und so weiter und so fort. Sie ist ganz selten. Wenn die siehst, sind die meistens teuer. Die kosten meistens 4.000, 5.000 Baht. So die alten Teile ist auch klassisch früher immer alles in einem Stück Holz gefertigt gewesen. Dann gehen wir als nächstes, als allererstes, nächstes, erstes. Auch hier, du siehst so, oder? Der Zaun so schön gemacht mit diesen alten. Das sind halt die alten, die Säulen von den Häusern, von alten Häusern. Und was ich sehr schön finde, ist dieses Hütten oben. Guck mal, mit dem Holzschindeldach, super schön gemacht. Da
die Kombination von einem alten Wagen hier, von einer alten Kutsche sozusagen. Auch hier. Ich komme immer drauf, wenn ich filme, dass ich dann manchmal viel zu schnell mich bewege. Das sieht da schön aus, oder? Da kannst du hier Kaffee trinken, eben schön auf dem Leiterwagen sozusagen hier zum Sitzen. Auch wieder eine alte, ist das auch ein Singer? Auch Singer. Eine alte Singer-Nähmaschine, die als Tischgestell dient. Kannst dich hier hinsetzen, lecker deinen Kaffee mit deiner Liebsten trinken. Und das sind halt viele so Sachen, so wie das hier ist vom Webstuhl, von alten Webstuhl, wie die hier noch per Hand weben. Siehst, da wollte ich auch einmal hin, wo die Seidenweberei haben hier. Hier, wo der gewebt wird, so zapp, zapp, zapp. Ne, kann ich nicht so erklären, muss man sehen, so ein Webstuhl. Aber ist einfach, oder? Guck da mal hier, die Dachschindeln. Es ist schon super. Ich finde wirklich super cool, nostalgisch. Und ich stehe auf wirklich, finde ich, so alte Holzbretter, wie ich hier sehe. Ich finde das einfach, so ein Holzbrett, das hat einfach Sex, oder? Irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und immer hier wieder dies vom Webstuhl hier so reingemacht. Ganz toll. Was ist das hier? Okay. Das weiß ich jetzt persönlich auch nicht, was das sein soll. Bestimmt irgendein Werkzeug. Irgendein Werkzeug wird sein, was die haben. Kleines Bötle hier. Das hier oben ist das Haus des Besitzers. Also unten ist eh Kaffeehaus. Aber oben, da sieht man auch, es ist das Tor zu. Da wohnt der Besitzer höchstpersönlich. Aber auf die Terrasse mit dem, ich weiß nicht, ob man es erkennt hier, mit dem Helikopter, da werden wir nachher noch raufgehen. Aber wir gehen, machen das eine schöne Runde. Es bietet sich, hier siehst du das, oder sieht man das jetzt hier mit dem, vorne das Wellblech, auch alle möglichen. Das hier ist ein alter Pflug, da wo der Ochse vorgespannt wurde, siehst du ganz genau, da, obwohl der Pflug selber, der in die Erde geht, fehlt. Das, was da hinten ist, dieses Geschwungene, was vielleicht an Templer erinnert, das ist eigentlich das, weiß ich nicht, heißt das Koma, was man den, nicht den Ochsen, im Wasserbüffel, die hatten ja keine Ochsen, im Wasserbüffel hingegeben hat. Also alles überall schön da hinten, den, siehst du hier den Rechen. Wahnsinnig viele alte Sachen, auch hier das Ganze von der Weberei, die Spindel, hier wie von der Frau Holle, sieht man die Spindel hier, oder da drehe ich mich besser um, da sieht man hier schön die Spindel auch vom Webstuhl. Und überall auch schön, also schön auch mit den Bäumen, schön das Grün hier, die Grünanlage und so kombiniert mit dem alten. Ich finde es wunderschön, also ein unglaublich schönes Kaffeehaus hier in Hohe Thaleng. Auch hier ein altes Samlo, ein Samlo noch betrieben mit Blutdruckhydraulik. So nannte man das früher. Sieht doch geil aus, dieses Rad, oder? Katotkap, Anipenalei, Ben Samba, Lumei. Pensam ab Oi, mei. Tamnam Oi. Ah, Pamuknam. Ah, das ist da für die Pamuk. Pamuk ist die Squid. Die Tintenfische, wenn die. Das hatte ich in Bangkok auch mal gesehen. Da hat der Typ das auch noch tatsächlich mit der Hand gemacht. Da werden die da so platt gerollt und kommen da durch. Da hinten hat er sie wahrscheinlich gegrillt. Aha, alter, wahrscheinlich Plamuk-Grill. Wagen da auch Assamler noch mit Blutdruckhydraulik betrieben. Körbe hier wieder, die Bügeleisen. So wirklich schöne, klassische Sachen hier. Das ist übrigens der Chef, den wir hier hinten sehen. Da auch schön, was das ist. Ist einfach, sieht aus wie so ein kleines Brunnentröglein. Sieht einfach wunderschön aus. Katot kap, ani liegwa alai kap pasatai. Kok tam kao. Kok tam kao, sama kao niao, chaymai. Aha, ani kao niao. Kao, tam kao, hai man ben met. Oh, ben met.
Ah, okay. ออกเปลือกออกเปลือกออกไม่ใช่ทำสำหรับทานเหรออ่าโอเค da wird der Kau drinnen Burgorg hier auch hinten auf der Mauer siehst du auf der Mauer überall schön so von alten Kutschen da ist auch wieder so ein Flug ah da ist eh ein Abflug noch hier wo du siehst so aus Metall Kopfhund Kap hier der nächste Flug Hier, da fehlt, so wie das oben auf der Ding, fehlt unten das. Und das ist das, was die halt da die Ochsen um den Nacken gekriegt haben. Hier, die Rechen, um die, keine Ahnung, Wiese aufzulockern oder was auch immer. Die Kuhglocken oder wahrscheinlich hier Buffalo-Glocken, Wasserbüffel-Glocken. Und da hier auch schönes Bänkle, eben alles gemacht aus dem alten Holz, Wagenräder, hier auch schön die Terrasse, ist einfach, oder, so wunderschön angelegt hier alles, unglaublich, hier überall auf den Mauern, die alten, antiken, nostalgischen Sachen. Es ist ja fast unglaublich, du bist im Isan hier und dann siehst du wieder so schöne Sachen. Das ist wirklich eines auch, wo die Anlage super schön gepflegt ist. Was das hier sein sollte, weiß ich eigentlich nicht. Könnte aber auch vom Sikao sein. Ja, da wollte ich eigentlich drum bitten, wenn sich jemand auskennt, weiß, für was die Sachen hier sind, die ich nicht weiß, wäre wunderbar, wenn er es in die Kommentare schreibt. Man kann ja auch, wenn das jetzt dann irgendwie bei 4 Minuten 17 ist, dann tippt man ein 404 Doppelpunkt 17, dann kann man auch direkt dahin, wenn es jemand, keine Pflicht, aber gerade bei einem der letzten Video gab es Leute, die auch wirklich schön von Pi Mai da sehr schön erklärt haben, der Polo zum Beispiel, wunderschön erklärt, also wenn es einer will, das ist auch gerne hilfsbereit, den anderen mithelfen, der Community sozusagen helfen, was ist. Hier, klassische Waage, die gleiche hatte ich auch zum Schweinewiegen damals. Da ist auch, ich nehme mal an, das wird das gleiche für einen Kau Niau sein. Hier diese, was ist das eigentlich? Tablett, sieht ja fast aus wie ein Tablett eigentlich. Da hat er hier eh so eine Beschreibung, wahrscheinlich auf Thailändisch, aber mit dem, das kann ich nicht so lesen jetzt an hier. Okay, das sieht mal aus wie ein Hammer. Ah, der Hammer hier für das wieder, für den Kau Niau. Ich habe das auch gesehen, aber ich habe auch mal, ich glaube, die haben auch das Schießpulver machen, die da auch hier aus dem, was ich weiß. Wenn die da ihre Raketen haben hier im Isan, wie heißt das? Das Raketenfest, Bun Bang Phai. Dann haben die da irgendwie ihr Schießpulver da selber hergestellt mit Kohle und ich weiß es nicht. Da habe ich mich damals zu wenig dafür interessiert, aber auch eben für den Reis da. Und irgendwie haben die auch Reis, ich habe das schon auch gesehen mit Kau Niau, dass die das gemacht haben hier. Da ist halt da der Glöckel und da ist halt so ein Hammerglöckel sozusagen. Dahinter wieder schöner, geil oder so, ein nostalgischer Wagen, guck dir den einmal an. Da vorne wieder, wo die Buffalos gegangen sind. Das sieht ja fast aus wie eine Prinzessinnenkutsche hier, oder? Guck dir das an. Wie cool, oder? Wie bei Asterix. Super schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Paddel wahrscheinlich vom... Das könnte vom Boot sein, oder? Ich weiß nicht, für was die... Kann ja auch sein, dass ich da manchmal völlig falsch liege. Das ist so die klassischen, die Sicheln fürs Gio. Ah, das sieht man jetzt halt schwer. Fürs Gio Kao. Muss ich da näher ran, damit man das so schön sieht. Sieht man die Sicheln hier? Ja, die sieht man hier, ne? Für Gio Kao, für ein Reisschneiden. Äh,
einfach ein klassisches, bisschen älteres Moped. Noch nicht wirklich so ein monstermäßiger Oldtimer, aber ist schon alt, glaube ich. Und hier, was wir hier sehen, ist das typisch klassische Reishaus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Es weiß bestimmt einer, wie das heißt von meinen Zusehern. Das Reishaus. Hier wurde Reis gelagert. Das ist kein Wohnhaus normalerweise, sondern das ist so klassisch früher, wo die ihren Reis drin gelagert haben. Da wurde wirklich immer schön geguckt, dass da kein Ungeziefer, da haben die meistens auch so, damit ihr, wenn man es in Wirklichkeit sieht, mit Blech das oft umgeben, wo ich mir am Anfang oft dachte, was ist eigentlich das mit dem Blech? Und das Blech hat den Sinn, damit die Ratten hier nicht hoch können. Das wurde immer abgesichert, dass da kein Ungeziefer, keine Ratten, nichts den Reis anknabbern kann. Das war Detail sehr wichtig, dass die nicht mit den Ratten den Reis teilen. Hier unten ist auch etwas komisch. Sind alte Schreibmaschinen drinnen, aber okay. Schön die Wagenräder, schön gemacht. Ultra. Und das ist auch meistens ein ganz extrem stabiles Haus, weil da, wenn das voll ist mit Reis, da sind auch einige Tonnen, die da drinnen lagern dann. Ne? Ein Kubikmeter Reis, kannst davon ausgehen, wiegt über eine Tonne. Und da sind ein paar Kubikmeter drin. Wenn da 10 Kubikmeter drin sind, hast du wahrscheinlich 10, 12 Tonnen Reis oder an Gewicht da drin. Das hat hier schön nachgebaut. Keine Ahnung, da ist jetzt ein Schloss drauf. Kann man nicht reingehen. Da auch jetzt wieder schönes. Es ist wirklich so ein Freiluft, oder? Ein unglaubliches so ein Freiluftmuseum hier mit den alten Petroleumlampen oder was das auch immer sein mag. Wieder schön der Wagen hier. Ah, schön die Gefäße. Was ist das hier? Zu melken, wenn die Büffel gemolken haben. Ich weiß es gar nicht, was das ist. Ich finde einfach so, wenn ich so Holz sehe wie das hier, das macht mich einfach. Das hat einfach Sex, oder? Das ist einfach cool. Die alten Dreiräder daneben. Wirklich cool gemacht. Hier wieder so ein Ding für den Reis. Oder wie gesagt, also ich habe das, die haben da damals Kohle und was die mir damals erzählt haben, vielleicht weiß das da einer davon, haben die mir erzählt, mit der Kohle machen die das Schießpulver für die Bun Bang Fai. Ein schönes Tischle, wieder sitzt du schön im Schatten unterm Baum auf dem Tisch. Hier auch schön so mit dem alten Holz die Pflanzen hier ein. Läuft das Wasser auch? Ah cool, das läuft auch hier. Schönes Waschbecken hier zum Händewaschen, Sauberkeit. Hier hinten moderner Seifenspender, aber cool so dieses Waschbecken. Da ist auch der umgebaute Pflug jetzt. Hier riecht es ein bisschen, die haben hier gerade das hier, den Bereich frisch gestrichen. Da auch wieder dieses ein sehr großes, das ist ein sehr großes für den Kauniau machen. Schönes Wergele. Aha, da hinten haben wir auch so ein Museumstückle. Das weiß ich wirklich nicht, was das ist. Ich glaube, das ist auch so für ein Sikau, irgendwie die alte Sikau-Maschine. Wenn das so ist, könnte mal jemand gerne sagen. Zum Reisdreschen. Wie bei uns vorher der Weizen gedroschen wurde, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Wenn es jemand weiß, würde mich interessieren. Ich nehme an, das ist eine Sikau-Maschine. Was ich auch gefragt habe, hat er gesagt Sikau, aber ich verstehe nicht immer alles, wenn man jemand zu kompliziert erklärt, weil ich halt nicht jedes Vokabel verstehe und dann kann es manchmal das Gegenteil sein, was die eigentlich meinen. Hier siehst du schön, hier, das ist nicht speziell thailändisch, das ist glaube ich für Pillen drin, für die Pharmazie, oder? Das ist ein altes pharmazeutisches Gerät in der Pillenherstellung, wenn ich mich nicht täusche. Was jetzt nicht mit Thailand, ich glaube, so haben wir bei uns auch früher Pillen hergestellt. Ja, oder wunderschön, wie die Tische hier machen, die Bänke dazu. Unglaublich schön, hier sitze ich. Eigentlich bin hier ein bisschen am Computer am Arbeiten. Das sind hier schöne quasi wie Hollywood-Schaukeln. Wenn du siehst hier links und rechts. Also hier auch als Schaukele,
kann man aber schön kommod sitzen. Da hinten oder einfach alles schön. Viele Details. Aha, das ist wahrscheinlich, da kann man früher, aber hier, man muss hier hingehen, da kriegt man also, man muss da drüben bestellen und auch sich selber die Ware abholen. Richtig nicht geliefert, aber ansonsten bei vielen schlägt man so drauf und dann kommt der Kellner hierher, aber hier ist das nicht. Ah, was ich hier sehe, ist vielleicht auch eine coole Sache. Das kenne ich sehr stark, weil bei den Thailändern geht man ja immer, früher hatten die wahrscheinlich noch nicht einmal Schuhe, da stand so ein Tonkrug da draußen und das ist nicht zum Wassertrinken. Ich glaube, das gibt es zum Teil zum Wassertrinken, aber ich habe zum Wassertrinken. Aber was ich weiß, zumindest was mir erzählt wurde, auch glaubwürdig, von Thailändern, wo ich gedacht habe, die haben Ahnung, die haben hier mit dem hier sich das Wasser raus und die Füße gewaschen. Ne? Weil wenn die keine Schuhe noch nicht hatten, vielleicht vor 100 Jahren, nehme ich an, werden die wahrscheinlich sehr viel, da gab es ja noch keine Klicks und Flipflops, da werden die wahrscheinlich sehr stark nur barfuß unterwegs gewesen sein. Und das stand vor den Häusern nicht zum Trinken, sondern um sich die Füße, also heute zieht man die Schuhe aus, ist einfacher, aber damals eben um sich die Füße zu waschen, bevor man irgendwo ein Haus betritt. Kann auch jemand gerne schreiben, wenn eine Erfahrung hat, wie das in der Kultur früher war. Also das kam mir sehr auch logisch vor. Das würde man Klöppel, glaube ich, hat man das genannt. Normalerweise der Bildhauer hat so etwas, um auf seine Schnitzeisen einzuschlagen, um ein Bild rauszuhauen, sozusagen. Was das ist hier, weiß ich nicht. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Eine Holzkette oder ein Holzwasserrad. Ich habe keinen Plan. Ani Lutschak bin allein. Mohu man kann la. Mit Han. Was ich hier sehe, das weiß ich auf alle Fälle, das nennt man Schaukelpferd. Und eine normale Schaukel, die auch Pferde hat, aber trotzdem kein Pferdeschaukel. Das ist kein Schaukelpferd, vielleicht eine Pferdeschaukel. Da hinten, weil wir gerade hier sind, sieht so aus, dass das da die Produktionsstätte ist. Da arbeiten die noch immer an so Sachen. Hier sieht man auch so die Türen. Sehr schön cooler Holzding hier. Der sieht mega cool aus, oder? Das ist auch, was ich weiß, das ist das, was uns als Wurzelholz verkauft wird. Das eigentlich, da wissen ja viele nicht, bei uns, wo ich Tischler gelernt habe, muss da vorstellen, keiner der Lehrer wusste, was Wurzelholz ist. Die haben mit Wurzelholz, die hatten keinen Plan, die dachten, Wurzelholz ist, weil es aus der Wurzel kommt. Hat damit gar nichts zu tun, sondern Wurzelholz ist, das ist Wurzelholz. Das ist eigentlich, ich glaube, eine Pilzerkrankung vom Baum, da hat er dann eben solche Wucherungen oder auch diese Wucherungen hier. Und das ist das, was bei uns, wo wie Vogelaugen Ahorn, wo das so gemustert ist und was dann als Wurzelholz, das hat nichts mit einer Wurzel zu tun. Da musst du dir mal vorstellen, vor 30 Jahren, da ist blöd der richtige Ausdruck für die österreichischen Lehrer, Tischlermeister, die mussten ja alle Tischlermeister sein, Tischlermeister, Lehrer, zu blöd zu wissen eigentlich, was ein Wurzelholz ist. Unglaublich. Und da regen die sich auf und sagen, Thailand ist Minderheit. Vor 30 Jahren wussten die Idioten das noch immer nicht. Unglaublich. Also das ist eigentlich ein Wurzelholz. Aber hier sieht man auch wieder, da stehen zwei wahrscheinlich zum Restaurieren jetzt dann bereit von diesen. Ich weiß, jetzt habe ich mich ausgelassen, aber als Österreicher darf ich ja auch mich über die Ösis ein bisschen auslassen. Und über das Schulsystem. Weil alle glauben, wir haben immer das beste Schulsystem gehabt. Ja, ist nicht so schlecht, aber das ist auch eigentlich unglaublich, wie wenig die wussten. Wir haben auch noch gelernt, es gibt nur ein Holz, nur ein einziges Holz, das schwerer als Wasser ist. Ich komme nach Thailand, ich schwör's. Der erste Holzprügel, den ich ins Wasser hau, Eisenholz hieß ja das damals. Puff, ich hau den ins Wasser, plapp, ging unter wie ein Stein. Ich dachte, Alter, bist deppert, das muss das Holz sein. Bis du drauf kommst, na, es gibt hier zig Holzarten, die schwerer als Wasser sind. Aber wir als Tischler gelernt, es gibt nur eine einzige, das Eichenholz, das schwerer ist als Holz. So minder
bemittelt waren wir noch vor 30 Jahren unsere Lehrer in Österreich. In Deutschland war es ja nicht. Hier, das sieht wieder aus, aber wir wollen nicht über Österreich reden. Das sieht wieder aus wie so eine Sikau-Maschine, genau. So Dreschen, ne? Dreschen ist eigentlich, das Sikau ist eigentlich, wo du die Körner vom Stängel befreist, nicht noch von der Schale. Aber vielleicht befreit man es da auch von der Schale. Jetzt sind wir hier. Wir gehen nachher noch nach oben auf den Balkon. Junge, ist das schon ein langes Video, das gibt's ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir rennen erst 2 Minuten durch die Gegend. Jetzt erschrecke ich mich fast hier. Wir sind auf 25 Minuten. Auch aus der Sikau-Maschine. Also hier stehen dann sozusagen, wenn das Sikau-Maschinen sind, dann stehen hier Sikau-Maschinen. Vielleicht heißen die aber auch anders. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass mit der Dresche da hinten, oder wenn das hier, siehst du da, das wird hier geschlagen. Ich könnte mir das vorstellen, dass hier die Körner runtergeschlagen werden, wie das auch immer funktionieren sollte. Okay, hier mit alten Zündholzschachteln und sonst nostalgischen, was auch immer, was ist das? Was das auch immer sein mag. Salben. Cool gemacht. Ah, ja, weil wir das gerade sehen, das ist auch gut, so ein gebauter Roadster, was ist denn nicht, 200 cc hat der wahrscheinlich. Da hinten ist der Motor hinten drin. Ja, der ist gut verbaut, den sieht man so nicht. Dürft wahrscheinlich, ja, wird wahrscheinlich so ein 200er. Oder sieht doch cool aus, der Roadster hier, ha? Sieht der nicht cool aus? Ja, der sieht nicht cool aus. Und dahinter, schönes auch, ein altes, nostalgisches Suzuki 125. Geil, oder? Guck dir das mal an hier. Das ist ja Teil noch mit 6. Ja, wie die Jahre. Das ist ja wie von Eis am Stiel importiert. Ah, hier auch wieder. Aber das Waschbecken, aber hier kommt kein Wasser mehr raus. Gut, jetzt gehen wir hier hoch. Cool, da oben. Gute Idee von mir, wie jede Idee von mir, immer gut. Da oben ist gut für den Abschluss. Mit dem Helikopter fliegen wir davon. Also hier, da ist eben das Haus, das Wohnhaus, wo der Besitzer hier wohnt. Da ist der Rasse, wo man sitzen kann, auch schön. Das ist eine schöne alte klassische Thai-Holztüre, hier eben als Tisch verwendet. Schöner Schaukelstuhl gebaut aus einem Wagenrad. Sieht ziemlich aus, als ob alles hier vom Wagenrad verwendet wurde. Die Speichen, das Rad selber und so weiter. Cool. Ein Tisch, wo auch wieder das eigentlich einmal im komplett Ganzen ist, wo man den Kauniau macht. Und das sieht cool aus. So ein nachgebauter Helikopter aus einer klassischen Thai-Kutsche sozusagen. Film hier mal kurz runter, hier auch beim Eingang sehr schön, man sieht die Holzschindeln hier drauf. Sehr schön, aber wirklich schöne Anlage, oder? Guck dir das einmal so an. Unglaublich. Also da hinten ist eben, wo man sich den Kaffee bestellt. Dann drehe ich es hier einmal um, dass wir uns sehen. Also hier vom Helikopter, mit dem Helikopter, vom Helikopter. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Würde mich wirklich über Kommentare freuen, die ein bisschen aufklären, was ist, wenn ich irgendwo was falsch gesagt habe. Kann immer sein. Ansonsten gib dem Video einen Daumen nach oben. Freut mich sehr, dass du mit dabei warst. Unglaublich schöne Anlage hier. Ich hoffe, ich vergesse den Link hier nicht reinzugeben, von Google Maps in Huai Thaleng in Nakhon Ratchasima hier in Thailand. Und wie gesagt, schöne Grüße aus Thailand nach Deutschland, Österreich, Schweiz und auch nach Thailand, wohin auch immer in dieser Welt. Servus, grüezi, srečno, ciao und auf Wiederlurga. Jetzt direkt ein kurzer Nachtrag, weil ich es vergessen hatte, der Kaffee ist auch ultra lecker, der ist wirklich sehr, sehr lecker.
und auch wieder etwas, wo ich gedacht hätte, dass ich das nie machen werde. Es sah ja hier schon aus wie die Waschräume hier oder die Ruheräume, die Restrooms, wie man so sagt im Englischen. Und normal eine Toilette zu filmen, ist ja fast ein bisschen schräg. Aber hier, und du wirst auch gleich merken, warum, das hier eine Ausnahme ist. Das ist direkt ein idyllisches Erlebnis. Also hier, wenn du es schon siehst, erstens Holz hier, wirklich, du kommst hier rein, guck dir hier das Waschbecken dazu an. Auch wieder ein wunderschönes, das ist glaube ich Maidang vielleicht, Maidang oder Maipadu, Maidang, Rotholz, sehr, sehr hartes Holz. Hier das Waschbecken, super cool, das hatte ich ja bei mir, aber aus Teakholz so ein Waschbecken. Man sieht mich jetzt hier auch, den wunderschönen Helmut hier, man sieht mich hier im Fernsehen, nein, eigentlich im Spiegel. Und hier, schön, man hat das Gefühl, man pisst in die Botanik als Mann. Und hier, die Toilette selber ist nicht die Attraktion, aber einfach, oder? Guck dir das mal an. Du siehst hier auf dem Lokus und da vorne Holz. Das ist nicht irgendein Plastikding, das sind echte Pflanzen, die hier herinnen sind. Du sitzt hier wirklich idyllisch. Hier ist eine Werbung für irgendeinen alten Thai-Film, nehme ich einmal an. Hatten ja coole Filme damals, wahrscheinlich so Art Eis am Stiel auf Thailändisch. Ah, schön die Tür. Also unglaublich, dass ich mal eine Toilettenanlage filme, weil ich die so cool finde. Für das große Geschäft hier in Thailand, hier wieder schön das Waschbecken. Oder guck dir das mal an, hier schön, also Holzwurzel hier. Ja, wieder hier mit dem thailändischen Bruce Lee wahrscheinlich. Ein Film. Das alte. So, mit sowas, New Age Pump, mit sowas habe ich damals in Nong Khai um 5 Uhr abends haben wir uns das Wasser rausgepumpt. Vom Dorfbrunnen. Also wirklich, oder es ist schon. Hätte ich nicht gedacht, aber das wollte ich filmen, weil das auch zu dieser Anlage in meinen Augen mit dazugehört. Super, also ich hatte vergessen, der Kaffee ist super lecker. Und die Anlage hier auch sauber. Erstens sauber und zweitens, das ist ja echt ein idyllisches Erlebnis. Das ist ja Wahnsinn. In dem Sinn, Daumen nach oben nicht vergessen. Servus, bis zum nächsten Mal.